So. Und wenn wir dann da oben noch, ich weiß, wir müssen da oben noch ein bisschen was ändern, oder? Nee, müssen wir gar nicht. Wenn wir da oben dann noch die Neon-Dinger anbringen, guck mal, wie das dann aussieht. Das ganze Lagerhaus wird, glaube ich, ziemlich geil aussehen. Ohne die Fackeln und sowas wird es auch so ziemlich geil aussehen. Ein bisschen wie ein Supermarkt. Sollte ich mir vielleicht für die Vault merken. Aber ich glaube, da mache ich weiße Regale in der Vault, wenn das denn geht. Und hier muss natürlich auch noch ein bisschen, ne, das ist alles noch nicht so richtig. Da haben wir gerade Cobblestone-Stairs. Ehrlich gesagt, ich kann mal ganz kurz Soapstone holen, dann machen wir das eben mal schnell. Dann vertrösten wir das nicht auf später. Soapstone, Cobblestone. Zack, 64 sollten reichen. Schön. Und hier haben wir alles noch. Und eines Tages wird hier alles richtig sein. Und ich will gar nicht wissen, ne, wenn sich das jetzt schon so ändert teilweise. Kann ich hier eigentlich? Wenn sich das jetzt schon so ändert und das Lagerhaus so nach und nach gebaut wird und so weiter und so fort, dann möchte ich gar nicht wissen, da oben fehlt noch ein bisschen was, glaube ich. Ah, nee, ich habe hier den Raum höher gemacht, deswegen. Ah, da geht's ja nicht. So. Da geht's. Warum geht's denn da nicht? Ach, das sind Slabs, da geht's irgendwie nicht. Okay, gut zu wissen. Also wenn wir jetzt schon das Lagerhaus schon wieder so ein bisschen umbauen und noch weiter ausbauen, ich frage mich halt, wie hier alles Tages alles aussehen wird. Wenn wir hier so einigermaßen, ja, nicht fertig sind, aber wenn man sagen kann, wow, das war ja eine Reise, aber das Haus ist fertig. Ich frage mich, wie es dann wohl aussehen wird. Und ich frage mich vor allen Dingen, wie lange es dauern wird. So, das sieht viel geiler aus jetzt. Das sieht viel, viel geiler aus so. Hier fehlt noch ein bisschen was da an der Wand, ehrlich gesagt. Das fehlt mir noch ein bisschen, aber egal. Kriegen wir alles noch so hin, wie es sein soll. Hier haben wir das ja eh schon. Das da oben müssen später Treppen werden. Das ist momentan noch nicht gemacht. Hier muss man noch, ne, und so. So, und hier, zack. Zack. Das nehme ich mit. Ich weiß gar nicht, warum ich hier früher Treppen reingemacht habe. Da war ich wahrscheinlich ein bisschen unbedacht. So, und weißt du, was ich mache? Damit wir nicht ganz so viel Schissel verbrauchen, mache ich mal ganz kurz 1, 2. Der hier müsste es sein. So. Zack, zack. Machen wir das mal so rein. Ich guck mal kurz, wie es oben dann aussieht. Aber ich denke, das ist okay so, oder? Das kann man so lassen. Theoretisch kann man hier auch Soapstone, nicht Soapstone, theoretisch kann man hier auch die Dingens machen, die Carpenters-Blöcke und können dann da oben so einen Tritt drauf machen und fertig. So, hier habe ich noch nicht alles aus Carpenter-Blöcken gemacht, deswegen ist das hier noch nicht so, ne? Da muss ich hier Carpenter-Blöcke reinmachen, sonst geht das nicht. Guck mal, hier ist der Verteiler übrigens, so weit oben sitzt der, hier ist der Verteiler auf der Etage. Ich müsste dann theoretisch noch diese... Oh. Ich müsste theoretisch noch diese Dinger hier abdichten. Dann haben wir das hier fertig gemacht. Ich kann hier schon mal ganz kurz wieder den hier machen. Nein. So. Gut. Na. Läuft. Okay, das läuft. Das hier, davon müssen wir noch ein paar Dinger machen. Carpenter-Blöcke. Jetzt brauchen wir Carpenter-Blöcke und wir vor allen Dingen brauchen wir Glowstone. Wir brauchen Carpenter-Blöcke. Die sind unten. Ich habe ja umsortiert. Ich habe, ne, nicht umsortiert, ich habe einsortiert auf jeden Fall. Ja. Ich guck mal kurz was. Die sind unten. Funktioniert ja super. Das funktioniert ja super. So, nein, noch einen hoch. So, haben wir dann hier noch Carpenter-Blöcke? Nein. Ich glaube, wir haben selber noch drei, aber das reicht natürlich nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Holz ernten. Es bringt nichts. Hier haben wir noch die Cheeseburger drin. Und wir müssen unbedingt gucken, dass wir da. Das müssen wir eintauschen. Ich will nämlich ein Lager so ein bisschen. Scheiße. Wo kriegen wir Scallions her? Scallions brauchen wir unbedingt. Scallions, Scallions. So, halt.
Nee, das Bett ist ja oben. Ah ja, ich wollte das Schlafzimmer noch bauen. Erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo ich ein Schlafzimmer bauen wollte? Ach, war das geil. So, gute Nacht. Wieso? Hä? Wieso sind... Hä? Wieso war das jetzt offen? Ich hab nichts gemacht. Ich war das nicht. Ach so, weil ich schlafen gegangen bin mit Rechtsklick. Gut, wir gehen mal Holz fällen. Halt, ich gehe vorher mal ein bisschen ganz kurz Rucksäcke ablegen. Das ist das Reisegepäck, das kommt dann wieder hier rein. Wir werden noch in den Nether gehen. Ich weiß, ich hoffe in dieser Aufnahmesession. Ich lege nur ein bisschen Inventarkrams ab, wobei Reisegepäck, das können wir auch so brauchen eigentlich, oder? Ja, egal, weißt du was, ich gehe jetzt Bäume fällen. Toll, ich habe den Button hier nicht mehr. Wir brauchen Kaffee und wir brauchen Scallions. Und da wir die hier nicht finden... gibt es nur eine Möglichkeit, was wir tun können. Ich weiß, da werden viele dagegen sein. Viele werden sagen, oh nein, bitte nicht. Das ist ja ganz furchtbar. Sagen wir mal so. Oh, ist das, das Bäumerauschen ist ja schön. Oh, ist das toll mit dem Baumrauschen gerade, weil wir hier Waldgebiet haben. Oh, das ist ja super angenehm. Hab wieder was vergessen. Hallo, aua, 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 hallo, 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 hallo! Ich hab wieder was vergessen. Ich bin gleich wieder da. Moment. Wenn wir schon Bäume holen... Wir sammeln jetzt erstmal Holz. Und danach würde ich sagen... Ich weiß, alle werden sich dagegen wehren. Alle werden sagen, nein, warum nur? Wie kannst du nur? Schon wieder? Um Gottes Willen, bitte nicht! Danach schnüren wir unser Rucksäckelein. Ah, hier wollte ich gar nicht hin. Ich gehe mal automatisch in die Küche. Kennst du das? Passiert mir RL auch immer. So automatisch und dann, was wollte ich denn hier? So, die sieht jetzt auch nicht mehr so gut aus, die Sense. Ja, wir werden reisen. Wir werden auf eine Reise gehen, um den Ring in den Schicksalsberg zu schmeißen. Man könnte den Ring wahlweise auch auf eBay verticken, das geht natürlich auch. Alter, was für eine... Oh, hier ist ein halbes Haus. Da brauchen wir gar nichts mehr machen. Unser Haus von außen sieht übrigens toll aus. So, la, der kommt auch weg. Der hat nichts zu melden. So, ich hoffe, wir übersehen keine Saplings, wenn wir hier einsammeln. Ich will auf jeden Fall noch in der heutigen Aufnahme, das würde ich echt gerne machen, weil da bin ich ein bisschen heiß drauf. Ich will diesen Bambuswald anfangen. Den würde ich echt gerne anfangen. Zack, 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 zack. Ja, ja, ja. Oh, da ist und oh nein, unsere Sense ist weg. Okay, wir nehmen mit, was wir mitkriegen können. Wir nehmen mit, was wir mitnehmen können und den Rest machen wir später, wenn wir eine neue Sense haben. Sensodüne. Auf Reisen brauchen wir auf jeden Fall auch eine Sense oder zwei. Das dürfen wir nicht vergessen. Bitte später daran erinnern, dass ich eine Sense mitnehme. Sonst bin ich traurig. Dann müssen wir nämlich nicht wieder auf die Blätter warten wie letztes Mal. So, nehme ich alles mit. Holz, 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 Holz. Schön. Boah, ich ehrlich gesagt, ich freue mich schon auf die Aussichten, die dann noch auf uns warten. Wir haben noch so viel zu tun, ehrlich gesagt. Wenn ich daran denke, dass die Vault noch nicht mal richtig angefangen ist, ne? Wir zu den automatischen Feldern und so kommen wir ja später noch mit der automatischen Ernte und sowas. Da bin ich ein bisschen heiß drauf. Ich bin heiß drauf, das Lager ganz fertig zu kriegen. Das Haus natürlich auch. Ich will unbedingt das Schlafzimmer noch irgendwie hinkriegen. Mit der Glaskuppel oben drüber. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, weil... das geschisselte Glas ist ja bei Carpenters-Blöcken nicht wirklich seamless. Ich will aber Carpenters-Blöcke verwenden, weil wir uns damit eine richtige Kuppel machen können. Das könnte schon alles sehr geil werden. Und wir haben noch so viel zu tun und auch die Höhlen, die wir noch aus... Wir haben wieder eine neue Höhle gefunden und so weiter.
es gibt einfach noch so mega viel zu tun. Mann. So, zack. Wir müssen erstmal das Esszimmer fertig kriegen. Ich muss überhaupt erstmal ein Zimmer fertig kriegen. So, komme ich da oben schon ran? Yo, traumhaft. Nehme ich alles mit, was ich mitkriege. Den Rest müssen wir uns später holen. Oh hier, das geht aber auch noch. Das geht, komm, das geht auch noch, das geht auch noch, das geht nicht. Das geht auch noch, das geht auch noch, das geht auch noch, genau an der äußersten Kante. Oh, das geht auch noch. So, den nehmen wir auch nochmal mit. Kriege ich von da vielleicht noch irgendwas? Nein, nein. Nein, auch nicht an der äußersten Kante. Doch, an der äußersten Kante geht's noch. So. Boah, vor allen Dingen, was sie noch alles... Was war das denn? Ich weiß nicht. Was sie noch alles generell machen wollen. Ich wollte ja auch noch die Baumplantage wollten wir auch noch machen. Ne, hier so irgendwo hin. Eine Pferdekoppel wollte ich hier auch noch hinmachen. Ich wollte noch Tiere holen. Wir haben noch gar keine... Wir haben noch nicht mal Tiere hier. Das war das Erste, was wir sonst immer gemacht haben. Na gut, das Erste immer Haus bauen und dann irgendwelche unnötige Scheiße und dann irgendwann Tiere holen. Aber Tiere müssen wir eh mal holen. Auch wenn wir die natürlich nicht und so, ne? Wir bringen die diesmal nicht um. Das habe ich früher schon nicht gekonnt. Das war immer so traurig. Die Schweine waren immer so süß. Vor allem mit dem Texturenpack von der Honeyball, ne? Wo die immer alles so süß ausgesehen hat. Und dann gehst du hin und schlachtest erstmal das niedliche Schwein mit den großen Augen. Was war das denn schon wieder? Komisch. So. Gut. Okay. Dann haben wir den Wald hier gleich. Na gut, da ist noch ein bisschen Wald, aber ganz ehrlich, da können wir auch Waldgebiet machen. Uff. So. Läuft langsam. Wir brauchen noch Kühe für Milch. Das stimmt nicht. Wir haben Milch aus Sojabohnen. Und zwar auch ganz reguläre Milch. Wenn die pasteurisiert ist, schmeckt keiner den Unterschied. Ich glaube, ich bin vorhin mit dem Arsch auf dem Schmetterling gelandet. Ich weiß es gar nicht. So. Die Schmetterlinge, guck mal, der fliegt ja auch schon wieder dauernd in die Axt rein. Das sind voll die suizidalen Schmetterlinge. Was soll ich denn da machen? Da kann ich auch nichts für. Die sind voll niedlich, aber die wollen sich jemanden selbst töten. So. Das haben wir. Die beiden da vorne. Holen wir uns noch die beiden Stelzen. Da ist noch ein Äppelchen da vorne. Nehmen wir auch noch mit. Und dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Holz. Zumindest den Rest holen wir uns später. So, hier. Das nehmen wir noch mit. Ist wahrscheinlich... Ah, guck mal, ist hier gelandet gerade. Mach ich mal kurz klein, damit hier nicht später noch irgendwelche Seeds rauskommen. So. Selbiges gilt... Oh, das ist ja schön. Habe ich ja was übersehen? Moment, den nehme ich nochmal mit. Gut. Wie viel Holz haben wir? Ein bisschen. Ein bisschen Holz haben wir, das ist ganz gut. Ja, siehst du mal. Guck mal, wo der wieder herkommt. Wieder einen übersehen, das geht schnell. Wir müssen da noch einen Weg nach oben machen irgendwie. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Da machen wir auch noch irgendwie, weiß nicht, eine Leiter oder sowas. So. Dann gehen wir wieder rein und dann machen wir uns schön auf die Reise. Gut. Der Einfachheit halber, ne, ich könnte jetzt die Dinger so einsortieren. Ein Stack Holz kann ich ja behalten. Ich glaube, wir haben Holz eh noch im Dingens. Der Einfachheit halber, Dirt, lalala, das können wir da reinballern. Die können wir sogar da reinballern. Diorit können wir auch da reinballern. Das normale Cobblestone weiß ich gar nicht. Ich baller das trotzdem mal da rein. Das Marble hier wahrscheinlich auch nicht. Soul Sand, ich baller das einfach mal alles hier rein. Außer die Sachen. Mushroom, können wir auch da reinballern. Oak Sapling geht auch. Oakwood, mache ich mal das. Und Carpenter's Block muss ich eigentlich unten machen. Was mache ich jetzt mit den Kerzen? Pass auf, sind wir mal ganz kurz. So, zack, zack. Dann haben wir die, ne? Huch. Achso, weil wir auf dem Schüssel sind. Auf dem Schüssel, Manissel. Carpenter's Block packe ich mal manuell rein. Ich weiß gar nicht warum.
Ach ja, weil wir die hier aufgebraucht haben. Irgendwie erschien es mir gerade richtig zu sein. Wir wollten ja noch weitermachen, aber jetzt bin ich gerade voll im Reisemodus. So. Netherquartz, die Äpfel hätte ich gerade immer nur reinschmeißen können. Rotten Flash ist oben, Rucksack ist hier. Rucksack, Backpack. Ich musste mal irgendwie Rucksack 1, 2, 3 benennen. Rucksack 1. So, dann weiß ich zumindest hier, Rucksack 1 und dann hier, zack, Rucksack 2. Dann kann ich die später besser auseinanderhalten. Oh, was mach ich denn hier? Zack. Rucksack, so, Suckrack, Rucksack 2. So, dann haben wir die schon mal, Rucksack 2, Rucksack 1. Dann haben wir hier noch einen leckeren, ah komm, den Cheeseburger kann ich mir gleich so reinklatschen. Nom, 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 nom. So. Gunpowder, den Scheiß gerade nochmal weg, gerade nochmal loswerden. Und dann gehen wir tatsächlich auf eine Reise. Eigentlich wollte ich hier noch ein bisschen fertig machen, aber weißt du was, egal. Da hinten haben wir alles rausgerissen und lassen es jetzt einmal zwischen Tür und Angel stehen. Großartig. Freut sich Zukunftsgronk. Äpfelchen, können wir doch hier bestimmt irgendwo loswerden. Die muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Das sind andere Äpfel, ne? Ja, das sind andere Äpfel. Das sind die richtigen hier. So. Ich glaube, diese Dinger hier, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich die hier sammeln muss. Diese komischen Dinger. So, Rotten Flash, Gunpowder, Netherquartz. Rotten Flash ist für die Küche, der Rest ist für hier. Dann können wir es gleich einsortieren. Das muss nicht immer der ZDF-Gronk machen. Dann zack, einmal hier rein. Dann nochmal, Rotten Flash haben wir hier nicht, aber Netherquartz. Hier, wie viel Netherquartz haben wir? 24 jetzt. Und 219 Bone Meal, voll geil. So, warte mal. Wie hieß denn die Sense jetzt nochmal? Alter, wie hieß die nochmal? Scythe, ne? Scythe? Ja. Iron, lalala, lalala. Wir machen jetzt natürlich eine aus Iron. 3 Iron und 2 Bambus. Oh, Bambus wird knapp. Bambus haben wir natürlich gar nicht. Wo kriegen wir das denn her? Bambus und Eisen. Mehr brauchen wir noch nicht. Easy going. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich nehme mal 2 mit. Bambus haben wir hier. So, welcher war denn der, von dem wir so viel haben? Mosobambu, war das der? Nein. Achso, das war eh das Ding da. Das war... Nee, hä? Asperbambu. 1, 2, 3, ja. Komm, egal, ich pack den gleich wieder, den übrigen Kack. Pack ich da rein. So, hier, Iron Skies, zack. Toll, Iron Skies. Ach, da geht nur eine normale Bambus. Ansonsten, okay. Das ist gemein. Den Bambus kann ich nicht nehmen. Okay, interessant. Gut zu wissen. Ich dachte, wenn wir schon mal Bambus haben, müssen wir die Sticks nicht nehmen, weißt du? Das war so mein Masterplan eigentlich. Aber egal, wenn es nicht geht, dann geht's eben nicht. Ciao. Nehmen wir halt Sticks. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Okay. Wie viele Sticks haben wir hier noch? 23. Ehrlich gesagt, ich kann mal hier ein bisschen... mal den hier. Ich kann die Sticks hier mal wieder auffüllen, oder? Mach ich mal ganz kurz den hier und dann machen wir mal einen 64er Stack noch rein. Den anderen behalten wir und dann können wir uns auch eine Skies machen. Also eine Sense machen. So. Eine. Noch eine und die andere kommt in den Rucksack. So. Okay. Schüssel kommt natürlich wieder auf seinen rechtmäßigen Platz. Zu den Schissel. Ja. Toll, großartig. Schissel kommt auf seinen rechtmäßigen Platz zu den Schissels. Rotten Flash lege ich nur ab. Also ist eigentlich egal, aber lege ich nur ab, damit wir wieder mehr Platz haben. Sag mal, willst du mich verarschen? Hä? Wo ist das Rotten Flash hin? Hä? Ich meine, ist egal, waren eh nur 2, aber nur aus Prinzip, wo ist es hin? Wo ist es? Wo ist es hin? Im Rucksack. Oh, Entschuldigung. Hä? Jetzt wieder da! Was? Ich glaube, irgendwas ist hier nicht so richtig. Merkwürdig. Ganz merkwürdig? Okay, ja, dann Hauptsache ist wieder da. So, hier ist inzwischen wieder alles durchgelaufen, nehme ich mal an. Huch, warte mal. Jawohl. Sojamilch habe ich wieder ein bisschen was. Weißt du was, da kann ich auch wieder diese 4 lasse ich dann wieder durchlaufen. Zack, dann haben wir das nämlich schon mal in Vorbereitung. Da müssen wir das nicht selber die wieder direkt machen.
Ja, das ist ja merkwürdig. Ganz merkwürdig. Okay. Wir haben alles dabei, was wir brauchen. Halt den Reiserucksack, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Jetzt gehe ich erstmal schlafen und dann machen wir uns auf die Reise. So. Hm. Merkwürdig. Wir hatten das schon mal irgendwann. Wir hatten das schon mal. Ich weiß gar nicht, wann und was es war, aber wir hatten das schon mal. Halt, Reiserucksack. Ich mache hieraus dann doch wieder so ein Dingens, ne? Da mache ich dann doch wieder so ein Dingens draus. Also ein Dingens, weißt du schon. Reisegepäck haben wir mit. Fackeln haben wir mit. Oh, halt. Jetzt wollte ich überstürzt losgehen, aber ich habe den Atlas ja gar nicht mit. Alter, ich bin so ein Überstürzer. Atlas. Den Atlas nehmen wir natürlich mit. Das muss natürlich sein. Und vor allen Dingen, ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme auch noch eine neue Axt mit. So. Boah, da, ach so, ich hab die Fackel in der Hand, deswegen ruckelt's gerade. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? Das ist immer mit diesem komischen Global Lights. Das ist so ein bisschen, naja. So, eine neue Axt können wir auch mitnehmen. Neue Schaufel haben wir auch mit dabei. Neue Spitzhacke haben wir auch mit dabei. Ehrlich gesagt, die andere Spitzhacke packe ich auch mal in den Reiserucksack. Die brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt 4 Spitzhacken brauchen. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Gar nicht. So, da müssen wir auch noch was reparieren da vorne, haben wir gerade gesehen. Das machen wir später. Jetzt erstmal. Na. Proviant haben wir auch. Wir können es aufmachen. Kurzer Sicherheitscheck. Die Frage ist natürlich, wohin machen wir uns auf? Ich würde tatsächlich gerne hier oben so ein bisschen erforschen, da so die Richtung. Ich muss auch noch Sand sammeln, wir müssen also noch zu L. Scholz. Zu L. Scholz müssen wir auch. So, und dann machen wir uns auf den Weg. Und ganz ehrlich, dieser Weg ist der Weg, den ich gerne noch weiter ausbauen möchte. Diesen Weg möchte ich noch gerne weiter ausbauen, dass wir da quasi in diese Richtung noch irgendwo den Bambuswald machen. Ich weiß noch nicht wo, der muss weit genug entfernt sein. Guck mal hier, da mischt sich gerade dieses Biom mit dem da. Siehst du an der Grasfarbe? So. Ach, Soapstone. Ich dachte gerade was Besonderes. Ach, ist das schön. Ist das schön. Endlich wieder auf Reisen. Ich genieße das immer so ein bisschen. Ich muss zugeben, ich genieße das immer so ein bisschen. Stimmt, hier war noch eine Schlucht. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Deswegen... Ich hoffe, wir werden nicht eines Tages elendig in der Schlucht krepieren. Ein Gurtgarten. Nehme ich mal mit. Kann ja nicht schaden. Die lasse ich wachsen. Den auch. Wir haben ein paar mitgenommen. So. Was bist du? Ein Herbgarten. Können wir auch mitnehmen. Die Gardens können wir immer mitnehmen. Kann einfach nicht schaden. So, und da sind wir wieder. Oh oh. Was ist? Es tut mir echt leid, ich will das nicht. Ich will das nicht. Wieso haben die hier Hutmoden? Nee. Ich guck mal ganz kurz. Habe ich den jetzt auf? Ich muss mal ganz kurz gucken. Nürnhead. Kann ich den... Habe ich den jetzt auf? Ich sehe gar nicht, ob ich den auf habe. Ja, jetzt habe ich... jetzt habe ich den Nürnhut auf. Okay, großartig. Also, ja. Ich habe einen Hut auf. Einen sehr süßen Hut. Das waren übrigens das waren fleischfressende Schafe, ne? Deswegen, das musste ich mal ganz kurz, das war wichtig. So. Huch. Oh oh. Was passiert hier gerade?
Okay, ich konnte gerade nicht vorwärts gehen. Ich weiß nicht, was da los war. Es ist sehr windig und kalt hier gerade. So! Ja, ich wollte es die ganze Zeit schon erzählen. Ich weiß gar nicht, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich wusste erst nicht, wann ich anfangen soll. Ich weiß aber auch nicht, wo ich anfangen soll. Es ist ja heute der Montag, also an dem ich hier aufnehme quasi. Es ist genau der Montag nach dem RPC-Wochenende. Ne? Gestern war noch Roleplay-Convention, heißt das gute Stück. RPC findet immer in Köln statt. Und früher war das halt so ein Rollenspielertreff. Inzwischen ist auch sehr viel Anime und Cosplay. Was passiert denn hier gerade? Hallo? Warum? Ich weiß nicht genau, warum er das macht. Ich wollte gerade erzählen. Ah ja, und übrigens noch ganz kurz. So, ich wollte gerade erzählen. Aber wenn ihr hier weiter so ruckelt, dann wird es natürlich ein bisschen fies. Dann kann ich... Woran liegt das denn? Ich sollte vielleicht nicht einfach dauernd neue Mods installieren, oder? Liegt es vielleicht daran? Ich bin mir nicht sicher. Oder liegt es daran, dass er jetzt da hinten neue Biome erstellt? Parallel, während ich herumlaufe. Ich weiß es gar nicht. So. Ich glaube, das liegt daran, dass wir hier in der Richtung noch nicht waren und der neue Biome erstellt. Und gerade diese Biome hier, wir kennen ja, die kennen wir schon, die ruckeln immer. Oh, da hinten, guck mal. Habe ich gerade... Oh, warte. Marble! Entschuldigung. So viel Zeit muss sein. Marble nehmen wir auf jeden Fall mit. So, Basalt ist mir egal, aber Marble nehme ich auf jeden Fall mit. Naja, jedenfalls, das Wochenende war ich ja auf der Roleplay-Convention und ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, wenn es nach mir ginge, dann könnte die Roleplay-Convention gerne, ich weiß nicht, sehr viel öfter stattfinden. Sehr, sehr viel öfter, als sie es tut. Wenn es nach mir ginge, ganz, es war einfach... Also ganz ehrlich, die Gamescom, ne? Ich mag die Gamescom, die ist auch sehr schön. Ich sehe nicht mehr viel von der Gamescom, aber ich weiß, inzwischen ist die Gamescom ist halt sehr hypig geworden, sehr aufgedreht, sehr überdreht, sehr grell, sehr laut, sehr lalala. Es ist einfach nur ein gegenseitiges Anschreien von den Ständen und Leute irgendwie auf ihr Game hypen. So, das ist die Gamescom inzwischen, ne? Das ist sehr... Ja, sehr... Ist schon sehr übertrieben geworden inzwischen. Natürlich auch ganz toll. Aber... Die Roleplay-Convention, ne, die Roleplay-Convention, die ist für mich so ein bisschen dieser Hort, wo Leute zusammenkommen, so ganz, ja, so ein ganz eigener Menschenschlag, sag ich mal, ne, die kommen aus allen Richtungen, die kommen von, ich weiß nicht so, die kommen von Steampunk, die kommen von Medieval-Sachen, Lab-Sachen, lalala, wie gesagt, jetzt auch Anime und Cosplay und sowas, und da wird sich verkleidet, da wird rumgelaufen, da laufen die Leute in allen möglichen Gewandungen rum und sind... Ganz, also es ist einfach eine lustige Zeit im Jahr. Es ist vielleicht für manche ist sowas vielleicht Karneval oder so. Ich kann Karneval nicht nachvollziehen, aber ich kann sehr, sehr wohl, kann ich nachvollziehen, was auf der RPC vor sich geht, wo die ganz verschiedenen Menschen rumlaufen. Das Lustige ist, das Schöne ist, es gibt einfach keine Außenseiter dort. Die gibt es einfach nicht. Es ist einfach ein riesiges, friedliches Miteinander. Da gibt es Schaukämpfe, es gibt Musik, es gibt allerlei Stände mit allerlei Krempel und so weiter. Und es ist einfach wunderbar. Ich war ja nicht nur den Samstag da, wo natürlich das große Treffen war. Ich erzähle gleich noch ein bisschen detaillierter. Ich war auch den Sonntag da und war da quasi verkleidet und bin dann einfach so rumgelaufen. Und dann haben wir irgendwann die Verkleidung abgenommen. Wir waren zwischendurch ein bisschen Wurst essen, so Bratwurst essen. Und haben dann einfach ich kenne das Pärchen nicht. Wir haben einfach mit denen am Tisch gesessen. Die wussten auch gar nicht, dass ich Gronkh bin. Die haben mit dem ganzen Krempel überhaupt nichts zu tun. Und wir haben einfach ein super angenehmes Gespräch geführt. Da saß man dann quasi zu fünft saß man dann da. Entschuldigung. Und haben ein super angenehmes Gespräch geführt über alles Mögliche in Sachen Rollenspiel und so weiter. Man kannte sich nicht, aber man kannte sich. Das war echt wunderbar. Das war echt so schön einfach nur. Und es war einfach so entspannt und die ganzen Leute miteinander. Ich wünschte, die Roleplay-Convention würde länger gehen und sie würde öfter gehen. Und ich hoffe, es wird immer so bleiben. Ich hoffe, das wird nicht irgendwann auch kommerziell ausgeschlachtet oder sonst irgendwas. Das wäre schön. Das wäre sehr, sehr schön. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Muss ich ehrlich zugeben.